Ozan Kabak ist das neueste Klopp-Talent beim FC Liverpool. Aber wer glaubt, dass der 20-Jährige jetzt langsam und behutsam bei den Reds aufgebaut wird, der liegt meiner Meinung nach total falsch. Denn für mich ist Kabak der Transfer, der die englische Meisterschaft entscheiden könnte. Und warum das so ist, das erfahrt ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Story of the Week. Und dieser Transfer von Ozan Kabak von Schalke zu Liverpool, der war auf den ersten Blick nicht überraschend. Ein junger, guter Spieler für die Reds, aber wenn man genauer hinschaut, dann waren doch einige Dinge ziemlich untypisch. Ismail spricht schon an, er wurde nur ausgeliehen für eine Leihgebühr von rund 1 Million Euro bis zum Sommer und dann hat Liverpool eine Kaufoption von 20 Millionen Euro. Und wenn man dazu nimmt, dass das Ganze spät am Deadline Day stattgefunden hat und davon abhängt, ob Schalke einen Ersatz findet, mit Shkodran Mustafi, dann weiß man, Liverpool war sich nicht so ganz sicher mit der Nummer. Und außerdem widerspricht dieser Transfer der Liverpooler Strategie ganz oder gar nicht. Dafür waren sie die letzten Jahre bekannt. Es gab nie Leihen und es wurden Spieler auch immer langfristig eingeplant, gescoutet und dann verpflichtet, wie zum Beispiel Alisson. Diesmal ging es ganz schnell. Ja, und warum ändert Liverpool jetzt auf einmal ihre Strategie? Naja, Klopp hat einen sehr interessanten Satz bei der Verpflichtung von Kabak gesagt. Er hat nämlich gesagt, Kabak will lernen, kann aber schon liefern. Und dieses Liefern, das ist für Klopp wahnsinnig wichtig und zwar jetzt sofort, denn er hat nicht einen einzigen Innenverteidiger. Van Dijk, Gomez, Matip, die sind alle bis zum Ende der Saison verletzt raus. Dazu kommt Fabinho, der 20 der 26 Spiele, die er dieses Jahr gemacht hat, als Innenverteidiger gespielt hat, der ist gerade auch verletzt. Dann hättest du noch Nathaniel Phillips und Reece Williams. Zwei junge, unerfahrene Spieler, die ehrlich gesagt nicht die Qualität für die Premier League haben. Und dann bleibt noch Jordan Henderson, der zuletzt als Innenverteidiger ausgeholfen hat. Das Ganze führt zu 12 verschiedenen Innenverteidiger-Kombos in 21 Ligaspielen. Das kann nicht der Anspruch von Liverpool sein. Das Ergebnis, Liverpool war letztes Jahr Meister mit der besten Defensive, 33 Gegentore. Jetzt haben sie schon 24 kassiert und sind damit schlechter als City, Chelsea, Villa, die Spurs und Arsenal. Wenn man sich diese Situation vor Augen führt, dann war klar, Liverpool musste kurzfristig handeln. Und das haben sie gemacht. Sie haben Ben Davies geholt von Preston North End, einem Zweitligisten aus England. Der hat Zweitliga-Erfahrung, ist 25 Jahre alt und soll Phillips und Williams entlasten. Davies ist so einer vom Typ Ragnar Klavan, den Klopp ja mal aus Augsburg geholt hat. Die große Hoffnung in Liverpool steckt jetzt natürlich in Ozan Kabak, denn er ist der einzige Innenverteidiger im Kader, der fit ist und Premier League Qualität hat. Nur wenn er Leistung bringt, kann Liverpool eine stabile Defensive bis zum Ende der Saison haben. Nur dann haben sie eine Chance, die 4 Punkte Rückstand auf City und Manchester United aufzuholen, Topspiele zu gewinnen und Meister zu werden. Ja, und ist Kabak jetzt der Mann für Liverpool? Ist er dieser Rolle schon gewachsen? Yalcin findet, er ist der Beste. Sajid hält ihn für komplett overrated. Die Karriere von Kabak bisher hatte viel Licht, aber auch Schatten. Wer für ihn spricht, ist Sven Mislintat, der Sportdirektor von Stuttgart, der Kabak kennt und der mit Jürgen Klopp gesprochen hat und ihm gesagt hat, Kabak ist einer mit einer Top-Mentalität, mit einem Top-Charakter und einer Top-Aggression. Ein Spieler von Typ Dejan Lovren, also kopfballstark, offensiv wie defensiv. Kabak ist ein aktiver Innenverteidiger. Einer, der nach vorne verteidigt, der aktiv Zweikämpfe sucht, mega physisch ist für sein Alter, sehr, sehr zweikampfstark und einer, der einfach in die Liverpool-Abwehrphilosophie passt. Was gegen Kabak spricht, und das ist in seinem Alter irgendwie auch normal, sind Schwankungen in der Leistung. Als er in die Bundesliga kam zum VfB Stuttgart, war er direkt Stammspieler. Mit 18 Jahren hat jedes Spiel über die volle Distanz gemacht, in 15 Spielen 3 Tore gemacht. Dann ging es zu Schalke und dort hat er in mehr als doppelt so vielen Spielen 3 Tore geschossen und war insgesamt lange nicht so gut wie in Stuttgart, hat sich dann irgendwie auch vom Chaos auf Schalke runterziehen lassen und der Tiefpunkt waren 4 Spiele Sperre für eine Spuckattacke gegen Ludwig Augustinsson von Werder Bremen. Jetzt also der große Schritt zum FC Liverpool und sofort hat Kabak Riesendruck, er muss sofort liefern und dieser Aufgabe ist er nicht gewachsen. Zumindest glaubt das Bjarne, der sagt, das wird ein typischer Hoffnungsträger, der am Ende nichts ändert und auch Bünjamin ist pessimistisch. Wer mit Stuttgart und Schalke im Abstiegskampf steckt, der wird wohl kaum einen der besten Innenverteidiger der Welt ersetzen können. Klaus sieht's anders, er findet, Kabak ist der Aufgabe gewachsen und altern sieht Jürgen Klopp in der entscheidenden Rolle, denn der kann junge Spieler in Weltklasse-Spieler entwickeln. Ich persönlich halte es mit Area 58. Der schreibt, es werden Spiele kommen, wo Kabak Liverpool Punkte retten wird, aber es wird auch Spiele geben, wo er ihnen Punkte riskiert. Und ich finde auch, was Jonas schreibt, sehr interessant. Er sagt, Kabak wird sich erst dann voll entwickeln können, wenn er neben einem erfahrenen Spieler spielt. Am Anfang könnte es holprig werden.
Meine Meinung ist, Jürgen Klopp muss mit Kabak sofort den richtigen Ton treffen, damit er Selbstbewusstsein hat und die ersten Spiele richtig gute Leistungen bringen kann. Wenn das der Fall ist, dann kann Kabak helfen, auch in Topspielen, wie zum Beispiel am Wochenende gegen Manchester City. Und diese Topspiele, die muss Liverpool gewinnen. Nur dann haben sie die Chance, dieses Jahr noch Meister zu werden. Ich traue es Jürgen Klopp auf jeden Fall zu. Wäre nicht das erste Mal, dass er sofort aus einem jungen Spieler wahnsinnig viel rausholt. Wie seht ihr es? Ist Kabak der Mann für Liverpool? Kann er die Lücke in der Innenverteidigung sofort schließen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wer weiß, vielleicht sehen wir Kabak sofort am Mittwochabend gegen Brighton oder am Wochenende gegen City. Ich bin gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.